Na dann, geht mal voran. Habt ihr eigentlich diese anderen beiden Basaltfäuste noch aufgespürt, von denen ihr die ganze Zeit sprecht? Ja, sag mal, wie viel habt ihr denn gestern gesoffen? Die habt ihr doch gestern noch gesehen, Jalan. Ach, das, der Große war das? Die beiden. Die Riesen. Ich dachte, ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wären zwei Halbriesen, die ihr zufällig auf der Straße aufgelesen hattet. Nein, nein, das waren meine Brüder. Koshtak, der alte Chorgeweihte. Koshtak. Ah, der nennt in der... Ich kann mich nie seinen scheiß Namen merken. Irgendwas mit Chor. Aber sag ihm nicht, dass ich seinen Namen vergesse. Der haut mir so dermaßen auf die Fresse. Habe ich euch mal von den Trollen erzählt? Ach so, die für euch den Drachen besiegt haben. Ja, ja. Jetzt so im Nachgang glaube ich, dass die noch kleiner waren als eure beiden Brüder. Das ist möglich. Weil mit dem einen bin ich auch nicht sicher, ob der ein Mensch ist. Der tut so, also sicher kann man sich da nicht sein. Ja, in der Basaltfaust nimmt man halt jeden. Nur das beste Material könnt ihr dort sehen. Die Perlen Aventuriens sind eine einzige Einheit. Ein starker Arm macht noch nichts aus, wenn jemand schwach im Glauben ist. Ach, schwach im Glauben. Glaubt mir, meine Brüder sind so bereit, für Chor das Blut zu vergießen. Da könnt ihr Mittelreicher nur beten und hoffen. Dann sollten sie sich auf eine Enttäuschung einstellen, denn ich glaube, Skelette haben kein Blut. Die Drachenreiter bestimmt und sowas. Richtig, da sind genug von denen. Da müssen wir uns halt erst durch die ganzen Blutlosen durchprügeln und dann kriegen wir schon ein paar Blutige. Vielleicht sehen wir sogar ein echtes Chorwunder. Das wäre doch auch mal schön. Ein Manticore, der sich in die gegnerischen Linien schmeißt. Wenn nicht hier, wo dann? Hat eigentlich irgendwer von euch... Du hast wohl gehört, dass dein Bruder, also einer von der Silberfaust ist anwesend, Alan Farnios, und der andere hat wohl mittlerweile einen weiteren Titel angenommen, ist wohl jetzt ja lange genug dabei, dass er Goldfaust den Titel tragen darf und nennt sich mittlerweile Belhagrim, ist aber der Chorgeweihte. Das liegt einfach daran, dass er, das hat er dir zumindest gestern erzählt, er fürchtet, oder man sollte sich nicht davor nennen, man sollte sich nicht davor fürchten, die Namen auszusprechen und hat daher selber einen solchen Namen angenommen. So stabiler Vorschlag, ist okay, kann er machen, für die gut. Ja, der Junge ist hart. Der fürchtet auch keine Erzdämonen. Man sollte ihn die Macht der Namen nicht unterschätzen. Ja, ich erkläre dem das nicht. Sagen wir es mal so. Ja, und so könnt ihr euch dann noch einmal voneinander trennen. Ömer kann dann sein Bad im Zartempel nehmen und da versuchen, dann nach und nach seine weiteren Wunden zu regenerieren, was dir dann auch im Laufe der Stunden gelingen wird. Aber dir fällt auf, an dem Punkt, wo du das Amulett offen auf deiner Haut getragen hast, also vorne an deiner Brust, hast du ein kleines schwarzes Stigma. Ein, es sieht aus wie ein Tannenzapfen, der sich in deine Haut gebrannt hat. Und teilweise so ein bisschen schwärzlich verfärbt, schuppig. Erinnert dich das ein bisschen an Jalan, aber auch darunter fühlt es sich so ein bisschen verbrannt an. Du wirst also ein Stigma zurückbehalten. Dann reibt man darüber und denkt sich dann, na gut, besser hier als die Hand oder im Gesicht. Der Rest der Schwellung geht zurück. Ja, und während ihr euch dann weiter mit den Chorgeweihten oder den Basaltfäusten unterhalten könnt, werdet ihr auch noch einmal in Richtung der Burg Kamalet gerufen, denn dort soll es wohl eine Einweisung geben für Offiziere, Unteroffiziere, je nach Stand bekommen die dann verschiedenste Anweisungen und diese, ihr werdet dann, wie gesagt, so ein bisschen nach Kamalet vorgelassen, von verschiedensten Wachen und Söldnern dann in ein kleines Führungszelt gelassen, wo ihr dann vor einem wohl offensichtlichen Nandus-Geweihter steht, der da über einer großen Karte im Schlachtfeld vom Mythraelsfeld dann steht und dort dann ein paar Fähnchen hineingesteckt hat. Und während ihr euch dann gleich von Nandurion einweisen lassen könnt, schauen wir noch einmal rüber, wie es gerade drüben in Gareth beim Mittagessen aussieht. Eine interessante Theorie, dieser Magier hatte, nicht wahr? Glaubt ihr wirklich, dass man in einem Elementar den Kontinent überspannen kann mit einer Nachricht? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie sollte es arkanstrukturell funktionieren, diese Duratio zu erhöhen und gleichzeitig die Longitudinalwelle
diese Arkan-Struktur zu erhalten. Du liebe Güte, ihr hört euch schon wie ein richtiger Graumagier an. Habt ihr nicht zugehört? Natürlich, natürlich, aber um ehrlich zu sein, also ich weiß nicht, ob Elementarmagie so meines ist. Also ich habe ja diesen Humus-Elementar beschworen, irgendwie. Es fühlte sich nicht richtig an. Erzähl doch mal, ich habe völlig vergessen zu fragen. Was geschah genau? Ach, es war ganz seltsam. So, ich habe ja diesen Zauber gesprochen, so wie wir es aus der Thesis gelernt hatten. Und dann passierte erst einmal gar nichts. Mehrere Minuten lang, wirklich gar nichts. Wir standen da und ich glaube, der Fähnrich war schon kurz davor, irgendwie auszurasten und da alles mit seinem Schwert niederzuhauen, weil sich etwa nichts tat. Und dann erschien plötzlich so eine Art Hirsch, aber er sah vermodert aus. Ihr habt doch nicht wirklich die Erde von dem Boronanger genommen, nicht wahr? Sagt mir, ihr habt es nicht getan. Ja. Oh mein Gott. Bei den Göttern, wie konnt ihr das tun? Ihr müsst frische Erde nehmen. Frische Erde. Nicht tote Erde. Naja, ich habe eben so Heilkräuter nochmal genommen, aber ich weiß nicht. Ich meine, ich kenne mich ja auch nicht damit aus und um ehrlich zu sein, ich fand das schwierig, diesen Kantus zu lernen und also den Kantus selber natürlich nicht, aber das Ganze drumherum, damit habe ich einfach überhaupt keine Erfahrung und es einfach nur zu lernen, während wir auf der Reise sind, das fand ich sehr schwierig. Aber es ist trotzdem interessant, dass die Ingredienz des Werkes, des Beschwörungsmaterials in die Form des Elementars übergeht. Eine faszinierende. Man könnte daraus. Ich glaube, ich muss mich damit etwas näher beschäftigen. Meint ihr, wenn man einen Busch nehmen würde als Ausgangsmaterial, würde sich dann eine Art buschiger Elementar erscheinen? Es macht Sinn. Also immerhin sind das die Elemente, aus denen die Sachen um uns herum geschaffen sind. Faszinierend, faszinierend. Das ist es wirklich. Sagt einmal Abel mir, mein Schwert ist komplett verrostet auf dieser Reise. Geht es euch auch so? Ich grüße mein Silber und ziehe so halb raus. Oh, er scheint etwas gelitten zu haben. Gab es hier nicht diesen Schmied? Wie hieß er noch gleich, diesen Meisterschmied? Eisinger. Eisinger, genau. Ich glaube, wir sollten ihn aufsuchen. Wenn er überhaupt hier ist. Nun, ich vermute mal, einer seiner Gesellen wird bestimmt hier sein. Ja, das ist wohl wahr. Jedenfalls so können wir damit nicht kämpfen. Da habt ihr wohl recht. Ach, wir sollten uns eigentlich beeilen. Ich will nicht den nächsten Vortrag verpassen. Ich würde furchtbar gerne den über die verschiedenen Matrizen sehen. Das ist interessant. Dann sollten wir uns beeilen. Mhm. Ja, ich schieb mal die Schüssel, die halb geleert ist, von mir weg. Und stehe auf. Reiche dir die Hand zum Aufstehen. Ja, ich ignoriere die höflich. Ich rücke dann den Stuhl zurück oder fasse ihn zumindest an, um ihn zurückzurücken. Aber mir macht es nicht so spannend. Wir gehen jetzt einfach. Genau, ich wollte noch höflich sein. Ihr seid höflich, wirklich. Ja, danke. Und jetzt los. Ja. Nach euch. Ihr kennt euch in diesen Gemäuern wesentlich besser aus, vermute ich. Ja, natürlich. Dann führe ich uns nach draußen und in Richtung Südtor. Derweil im Zelt in Werheim. Genau, ihr kommt jetzt in ein Zelt, in dem ein Sandkasten-Miniaturmodell von Werheim aufgebaut ist, inklusive einer strategischen Karte. Strategisch und auch akribisch aufgebaut sind sogar kleine Wege, Häuschen und anderes. Wahrscheinlich hat er gerne kleine Figuren gebastelt und Holzschnitze reingemacht, bevor er sich entschlossen hat, geweihter zu werden und seine Fähigkeiten dort einzubringen. In einer grauen Robe mit einem kleinen Einhorn auf der rechten Brust, welche seinen Status darstellt,
stolziert er herum, neugierig guckend, als ihr das Zelt betretet. Mit forschendem Blick scheint er euch zu mustern, um einmal einzuschätzen, wer dort reinkommt. Vorne ran tritt ein Ritter ein, in einem silbrig glänzenden Kettenhemd und einem weißen Wappenrock umgegürtet, auf dem die goldene Sonne der Bannstrahler prangt. Ja, einen Schritt hinter ihm kommt Herr Rafim herein, ein riesenhaft gewachsener Mann. Kräftige Muskeln auf den Armen, ein riesiges zweihändiges Schwert auf dem Rücken. Und er ruft wohl seinen Kameraden von hinter sich: Ömer! Komm, lass dich doch nicht so lange bitten. Ja, ich komme. Und ankommen tut ein in ihren Leder gekleideter, also mit Helm, Armschienen, Beinschienen und Brustrüstung gekleideter Tolamide. Geht auf die stramm auf die 40 zu, ist 1,80 Meter groß und hat einen Bogen auf dem Rücken, der gerade bespannt ist, obwohl das ja eigentlich nicht sehr gut ist, wie Sie sehen. In der Scheide trägt er einen Säbel, der sozusagen, das ist ja nur so eine Haltung für den Säbel ist. Da sieht man, dass der Säbel so durchgerostet ist, wie als wenn das der Säbel eines Untoten persönlich sein könnte. Mhm. Scheint der Geweihte sehr zu sich selbst zu sagen, während er den Hereintretenden zunickt. Mit der Hand einen Platz in Richtung des strategischen Sandkastens zeigt und selber hinter ihm wie ein Lehrmeister Aufstellung nimmt. Guten Morgen, die Herrschaften. Ich wünsche einen angenehmen Tag gehabt zu haben. Willkommen. Guten Morgen. Ich höre, wir sind hier, um Befehle zu empfangen. Es ist zu meiner Kenntnis gelangt, dass Sie hier sind, um eine allgemeine Einweisung der vorgehenden, derzeit geplanten Strategie und Taktik zu empfangen. Außerdem ist es mein derzeitiger Kenntnisstand, dass Sie zu den sogenannten Spezialeinheiten gehören, also jene, die je nach Situation und Bedarf aufgrund von Fähigkeit, Erfahrung oder anderen Auswahlkriterien dazu geeignet sind, bei speziellen Ereignissen auf dem Schlachtfeld zu intervenieren, ohne dass der eigentliche Plan ins Wanken gerät. Ich bin Nandurion von Werheim. Mit wem habe ich das Vergnügen? Wer ist intervenieren? Bitte? Wer intervenieren ist? Intervenieren ist ein Fachbegriff für Eingreifen und oder sich damit auseinandersetzen, der Herr. Wie heißt denn mein aktueller Titel? Hochwohlgeboren Ömer Ibn Hamil von, wie hieß das Kraft der noch, wovon ich bin? Von Helmport. Gaugraf. Temporär. Genau, danach nur noch Ritter. Ich bin nicht verstehend. Rafim Ibn Kana, bin ich Ritter von irgendwas, Jalan, oder bin ich einfach so Ritter des Reiches? Ihr seid jetzt Gaugraf. Ja, Gaugraf und Ritter des Reiches. In Jalan Greifenmund, temporärer Gaugraf Ritter Partien. Und auch und Ritter hier, um aufzupassen, dass die beiden sich nicht gar so sehr reden benehmen. Ich nehme an, dass die Titel mit Befähigung zusammen entstanden sind und durch große Heldentat und nicht unbedingt durch Geburtsrecht. Und so soll es auch sein, denn genau das sind die Eigenschaften, welche wir bedürfen. Wenn die Herrschaften einmal hier auf den Sandkasten gucken, wo ich mir die Mühe gemacht habe, mit Fähnchen verschiedene Einheiten und Situationen darzustellen und mit groben Klötzen die Umgebung Werheims darzugeben, möchte ich Ihnen darlegen, wie wir hoffen, einen erfolgreichen Schlachtverlauf wieder den untoten Schrecken herbeiführen zu können. Er zeigt mit so einem Leerstock auf den Sandkasten. Nun, welche schlauen Pläne hat Nandus euch denn offenbart? Nun, ich alleine bin nicht der Schöpfer dieser Kreation, sondern verschiedene Strategen haben im Konterspiel gegeneinander und im Beratungsgespräch diese Strategie erarbeitet. Wer von den Herrschaften war denn bereits in Werheim und erkennt das Gelände wieder? Wir sind alle ein, zweimal hier durchgekommen. Gut. Wie Sie sehen können, haben wir einmal die geografischen Landmarken, namentlich die Zuflüsse und die Wälder. Er zeigt einmal dort drauf. Wir erwarten den Feind aus Osten kommend und über die Furt die Brücke schreitend und sich dann in großer Zahl wie Ameisen über ein Halm verteilend. Zeigt einmal auf die Brücke und macht so große kreisende Bewegungen, für hier werden sie sich dann wahrscheinlich verteilen. Unser Hauptaugenmerk und primäres Ziel ist es natürlich, Werheim zu schützen und in einer defensiv eingenommenen Position zu halten. Es hat sehr viel Mühe und Aufwand gekostet, die hohen Herrschaften, welche es gewohnt sind, sich in offener Feldschlacht zu messen,
von der Idee der Ehre abzubringen und von der Notwendigkeit zu überzeugen, dass in diesem Fall auf dem Feld keine Ehre gewonnen werden kann gegen diese untoten Kreaturen, sondern dass es unabdingbar für die göttliche und weltliche Ordnung ist, dass diesmal Disziplin und Taktik vorherrschen müssen. Für diesen Zweck haben wir einmal, um die Linie klein zu halten, Gräben ausheben lassen, von denen wir hoffen, dass die Untoten dort nicht so leicht rüberkommen. Die Wehrheimer Sapeure mit Unterstützung von Auswärtigen haben diese gezogen, erkennbar durch die grauen Balken hier und hier. Wie tief sind diese Gräben? Ich hoffe, dass sie mindestens 5 Meter tief sind. Je tiefer, desto besser. Wir haben nur einen kurzen Aufwand an Zeit, um diese Gräben zu schaffen. Ist die Taktik noch vor kurzem erst beschlossen worden. An den Gräben werden Ersatz- und Reserveeinheiten positioniert, welche die eingreifen könnten, falls über die Gräben jemand gelangt, aber auch um die Hauptseite, welche sich mittig auffinden wird, also hier gestaffelt, zu verstärken. Innerhalb der Hauptlinie werden wir Experten und Elitetruppen haben, einmal um die Moral zu stärken, als auch die Kampfkraft aufzugleichen. Die Hilfstruppen aus Jaquirien, dem lieblichen Feld von ihrer kaiserlichen Hoheit Armene Horas, werden dort mit im Zentrum stehen, darunter wohl auch neue Torsionsschützen, welche mit Torsionsstöcken auf Entfernung hantieren können. Auch werden in Rufreichweite kleine Gruppen von Zauberern als Eingreifstruppe kommen, weil wir nicht wissen, was der Feind, immerhin ein untoter Drache, mit ins Feld führen wird. Die Kavallerie, die uns zur Verfügung steht, ist in einem Frontenkampf und in einer Verteidigungslinie völlig sinnfrei, weswegen wir sie auch zum Zwecke des Eingreifens, ähnlich wie euch, an verschiedenen Positionen bereithalten werden. Es liegt eurer freien Entscheidung, an welcher der möglichen Brennpunkte oder an welcher der möglichen Eingreifstruppen ihr euch anschließen möchtet. Eure Fähigkeit und Erfahrung muss das selbstständig entscheiden lassen müssen, denn wir kennen euch nicht so gut, wie ihr euch selber kennt. Die erste Kavallerieeinheit wird hier im Dorfe, zeigt einmal nördlich, untergebracht und möglichst versteckt in den Ställen und Häusern gehalten werden, weil wir nicht wissen, welche Möglichkeiten zum Ausspähen der Feind besitzt, um hier einen etwaigen Überraschungsmoment oder einen Ausfall von Norden kommend entgegentreten zu können. Des Weiteren verstecken wir leichte Kavallerie in diesem und in diesem Waldstück, um etwaige Speer oder anrückende Feinde, die über den Wald kommen, aufzuhalten. Gebäude, welche im Weg der einfallenden Truppen sein werden, sind präpariert, also vorbereitet, um zum Anschluss gebracht zu werden oder mit Flammenpfeilen schnell in Feuer und Brand gesetzt zu werden, um so möglichst mehrere der Feinde aufzuhalten. Einer unserer besonderen Vorteilsgeber ist der Fluss mit Stromrichtung. Torwalische Freiwillige, welche sich bei uns befinden, werden als Eintreif- und Stoßtrupp probieren, den Fluss zu benutzen, um hinter die feindlichen Linien zu gelangen, um dort nach Möglichkeit Schaden anzurichten. Ich bin natürlich nicht im Klaren darüber, über welche maritimen Fähigkeiten oder Überquerungsfähigkeiten auf einem Flusse die Herrschaften verfügen, aber das könnte sowohl äußerst gefährlich als auch äußerst prestigeträchtig sein. Und wenn ich mir die derzeitige Ausrüstung als auch Zusammenstellung der Titel betrachte, könnte das einer der möglichen Anlaufpunkte für Ihre Anwesenheit sein, meine Herren. Auf dem Fluss bei den Torwallern. Unter anderem. Bis hierher erstmal irgendwelche Fragen. Anmerkung habe ich nur, wir haben fliegende Drachenreiter gesehen. Und einige Flugdämonen, wenn ich mich nicht täusche. Unsere eigene Artillerie und Schützeneinheiten sind äußerst rar gesät. Wir hoffen, diese auf den Boden lenken zu können und mit der Kavallerie entgegentreiten zu können. Durch, und wer weiß schon, Herausforderungen und Spott oder dergleichen. Aber diese Anmerkung werden wir uns notieren und weitergeben. Vielen Dank dafür. Wir haben ein halbes Regiment Tobri auf das Feld gestellt. Könnt ihr mir sagen, wo die stehen? Die festen Soldaten aus Tobri oder die tobrische Miliz, der Herr? Die Miliz natürlich. Die Miliz wird in zweiter Reihe in der Hauptlinie liegen, ungefähr hier. Mhm. Als Verstärkung für die vorderen Truppen fungieren, denn im Gegensatz zu den untoten Geschmeiß, welches uns entgegengeworfen wird,
haben wir das Problem mit der Ausdauer und Erschöpfung und müssen deswegen regelmäßig austauschen, wie es damals in bosperanischen Taktiken der Fall war. Wie sieht die Planung für Answin von Rabenmund aus? Die Frage ist nicht ganz eindeutig. Können Sie die bitte konkretisieren, der Herr, wie er auf dem Feld eingesetzt wird, was er gedenkt zu tun oder wo seine Position sein wird? Es besteht die begründete Sorge, dass er versuchen könnte, nicht unbedingt gemeinsame Sache mit dem Feind zu machen, wohl aber uns zu untergraben. Das Pläne für den Fall, dass er zu unseren Ungunsten angreift. Bei aller historischen Bewandtnis des Herrn von Rabenmund reden wir doch immerhin über einen Überfall auf dem Dapartischen. Ich glaube nicht, dass er die Gelegenheit nutzen wird, zu usurpieren oder wie der Fachbegriff sonst für den Herrn wahrgenommen wird. Derzeit gibt es einen solchen Plan nicht. Der Mann mag vieles sein, aber ein Verräter an der eigenen Heimat im Dapartischen ganz sicher nicht. Naja, Differenzen, welche seine persönliche oder politische Einstellung mit anderen anwesenden Herrschaften betreffen, wird er sicherlich bei der Verteidigung seiner Heimat hinten anstellen. Verena von Mersing wurde gesichtet, wie sie beritten mit einigen Leuten durch die Gegend tritt, menschliche Söldner, wie es scheint. Verena von Mersing scheint also eine kleine eigene Kavallerieeinheit anzuführen. Und dieser gilt es ebenso zu begegnen. Ich bezweifle, dass die Kavallerieeinheit als Stoßtrupp mit durch die Front kommen wird. Dafür gibt es andere. Und eine solch wichtige Persönlichkeit auf Seiten des Feindes wird vielleicht auch nicht unbedingt in direkter Front kämpfen und Ähnliches probieren wie wir. Nämlich Schwächen auszuloten und bei Gelegenheit diese beim Schopfe packen, um uns Schaden zuzuführen. Und genau für solche Gelegenheiten, für solche Ereignisse, gibt es Sondereingreiftruppen, wie ihr eine bilden werdet. Die einzige und von allem von uns wichtige und interessante Frage ist doch, wo werdet ihr euch positionieren? Werdet ihr euch einer der Kavallerieeinheiten anschließen, um einen möglichen Ausfall zu starten und hinter feindlichen Linien zu gelangen, um ihnen wichtige moralische Sachen wie Banner oder Artefakte abzunehmen, um in eine Flanke zu gelangen oder Anführer auszuschalten? Oder werdet ihr euch den Torwallern und den maritimen Befähigten anschließen, um über den Fluss einen Ausfall zu starten? Werdet ihr eigenständig etwas versuchen? Das obliegt euch und eurer Verantwortung. Ich kann das nicht bestimmen, aber ich muss wissen, wofür ihr euch entscheidet, damit ich das in weitere Planungen und Überlegungen mit einbeziehen kann. Rafim, ich bin für die Torwaller. Da, die Torwaller! Während das durchaus eine verlockende Idee ist, über den Fluss in den Rücken des Feindes zu gelangen, kann man sich auf Torwaller nicht verlassen, wenn es hart auf hart kommt. Das ist eine Erfahrung, die wir hier nicht teilen. Die kämpfen wie die allerletzten Bastarde. Ich meine, das sind auch die allerletzten Bastarde, aber die kämpfen auch wie die allerletzten Bastarde. Das muss man ihnen ja lassen. Mein eigentlicher Plan war ja, mich meinen Brüdern und der anderen farnischen Söldnertruppe, die hier stationiert ist, anzuschließen. Wisst ihr, wo die eingesetzt sind? Sind die nicht beritten, dachte ich? Oder habe ich mich da verguckt? So leichte Infanterie, oder? Naja, okay. Meine Brüder sind, glaube ich, keine leichte Infanterie, aber bei den Söldnern bin ich mir gar nicht sicher. Ihr müsst auch überdenken, sobald wir erstmal auf dieses Boot gehen, können wir nicht mehr auf Entwicklungen reagieren. Zurückrudern wird nicht drin sein. Du siehst, wie der Geweihte ein paar Zettel durchgeht. Um die Frage zum Herrn Answin final zu beantworten, estimiert nach diesen Schriftstücken der derzeitige Kenntnisstand, dass er sich auf Burg Rabenmund befindet. Vielleicht wird er auch gar nicht hinauskommen. Wichtig zu wissen ist fürderhin, dass Zwerge einige Unterstützungstunnel gegraben haben, um die Schlacht zu beeinflussen. Wo sich diese befinden, kann ich auf der Karte derzeit nicht einzeichnen. Die Basaltfaust wird selbstständig entscheiden, was sie tut. Über andere Sonder- und Spezialeinheiten habe ich bisher keine weiteren Infos erhalten. Kann aber sein, dass noch ein Melder sich in diesem Zelt nähren wird, während wir diese Besprechung haben. Bitte? Sind die Tunnel von den Zwergen dafür gemacht, dass wir sie einstürzen lassen und dann dort raus marschieren können, oder sind sie nur zum Einstürzen gedacht? Also wir stürzen einen Teil ein und marschieren dann dort raus, oder ist das nur, damit der Feind in diese Tunnel fällt? Was ist die Zwerge des Hochkönigs sind zur Unterstützung da. Ich glaube nicht, dass sie zum Einsturz gebracht werden sollen, sondern eher, um mögliche Bewegungen außerhalb der Sichtlinie des Feindes zu ermöglichen. Ah, okay.
Ich glaube, dass wir ganz schwere Probleme haben, in kleine Zwergentunnel zu kommen, als Menschen mit Größe außerkrabbeln. Ich glaube doch sehr, dass man den Zwergen angewiesen hat, Menschen große Tunnel zu graben. Ne. Nein, das wird recht schwierig sein für einen Zwerg, der ist ja relativ klein. Stellen sich halt zwei übereinander. Gleich viel. Ich denke, wir sollten uns an der Ratterei Einheit angliedern. Und wenn Verena von Mersingen irgendwo ihr hässliches Gesicht blicken lässt, kaufen wir sie uns. Okay. Na, das gibt uns zumindest einen Mobilitätsvorteil mit den Pferden. Nochmal geht sie mir nicht durch die Lappen. Also ich bin auch zu bedenken, dass hier das Schicksal des Reiches auf dem Spiel steht und persönliche Differenzen vielleicht eine Entscheidung nicht unbedingt beeinflussbar machen sollten. Ich verstehe jeden Groll, den ihr gegen diese Frau habt und jede Meinung, die ihr gegen sie vorherrscht. Ich versichere euch, ich verstehe es zutiefst. Aber wenn die Entscheidung davon abhängig gemacht wird, wofür ihr euch hinstellt, aufgrund eines persönlichen Grolles anstatt eurer Befähigung und bestmöglichen Benutzung, dann solltet ihr euch nach Logik und Gewissen entscheiden, um das Reich zu unterstützen und möglichst viele Menschen zu retten. Dann sind wir zum Pferde umso besser aufgestellt, um auf mögliche Entwicklungen reagieren zu können. Ja, das gibt natürlich die höchste Mobilität. Außerdem sind die menschlichen Söldner ebenfalls zu Pferde unterwegs und sie werden die größte Unsicherheit hier sein, denke ich. Sie sich nicht wie die Untoten verhalten, für die wir planen. Dann möchte ich doch vorschlagen, dass Sie sich einer der beiden Reitereinheiten in den Wäldern anschließen, denn die Reiterreserve im zurückgehaltenen Dorf wird nicht so schnell eingreifen können und auch erst bei Bedarf oder als Reserve gesetzt. Ja. Er zeigt ja nochmal auf die Karte. Also hier oder hier. Wer wird dort eingesetzt werden in den Wäldern? Irgendwer, den man kennt? Geht seine Listen durch? Einen Moment, das werde ich euch vielleicht gleich sagen können. Bisher ist nur von schwerer Kavallerie gesagt worden. Ob es eine finale Bestimmung der Hauptleute gab, muss ich kurz blättern. Also ich bin dafür, dass wir uns hier irgendwie einsetzen lassen. Hier an dieser Spitze können wir gut rausreiten. Können aber auch, wenn Leute hier reinreiten und vorsichtigerweise sie sozusagen mit in die Zange nehmen. Anführer sind mir nicht bekannt, aber die Einheiten sind definitiv Greifenfurter Grenzreiter und Angbarer Schlachtreiter. Keine Ritter? Naja, wir sind dann doch da. Ja, aber wo ist zum Beispiel Luring? Der Ritter wird wahrscheinlich moralgebend nahe der Front stehen. Gut. Und an der Seite der Königin selbige verteidigen. Dann werden wir uns wohl... Hier waren die Greifenfurter, ja? Der westlichen Seite. Ja, hier und hier auf diese beiden Stücke wohl verteilt, wenn ich es richtig verstanden habe. So ist es, der Herr. Auf diese beiden Waldstücke verteilt. Ich bin dafür, dass wir das Stück Waldstück nehmen. Da haben wir mehr Optionen. Ich stimme mit ihm überein. Mehr Sicht auf jeden Fall auch auf die Entwicklung des Feindes. Ja, wir sollten irgendwo hier in diesem oberen Bereich sein. Von hier in diesem oberen Bereich könnten wir sozusagen den oberen Bereich hier abdecken mit Sicht und trotzdem nach unten schnell vorstoßen. Wenn wir sozusagen hinter dem oberen Stück sind, können auch noch ein Stück weit nach hier unten gucken. Und wenn es hart auf hart kommt und wir den Wald aufgeben müssen, können wir mit der Kavalleriereserve aufschließen.